Es war mal wieder eine von diesen magischen Alba-Nächten. Nach dem 9. Pokalsieg in der Geschichte des Vereins, der nun den 18. Cup in den Trophäenschrank des Clubs bringt, konnten die siegreichen Albatrosse einen ereignisreichen Tag in der Rosenthaler Straße entsprechend fröhlich ausklingen lassen. Weil wir ziemlich gut in Do-or-Die-Spielen sind. Letztes Jahr ist uns leider nicht gelungen, da haben wir alle Do-or-Die-Spiele verloren. Dieses Jahr haben wir eine sehr, sehr starke Mannschaft, wenn es drauf ankommt, und verdient haben wir das uns heute Abend. Um kurz nach 10 wurden die Helden von München von den daheimgebliebenen Fans am Flughafen Tegel in Empfang genommen. Im Gepäck hatte der Kapitän Alex King natürlich das Objekt der Begierde. Das ereignisreiche Finalspiel, in dem die Berliner Sekunden vor Schluss den entscheidenden Treffer landen konnten, wurde wohl auch auf dem Flug noch öfter thematisiert. Wir haben den Potte. Ja, Mann. Ich war nur so erleichtert, es war unfassbar, wie Dragan den Ball da reingehauen hat. Aber es wundert mich nicht, weil er wirklich solche Würfe auch im Training macht, und dass er den gemacht hat, war einfach nur herrlich. Geil, und hoffentlich kommt jetzt kein Buzzer von der Mittellinie, weil das wäre natürlich der Genickbruch. Aber war schon ein starkes Ding, also da hat schon den Titel ein bisschen in der Hand gehabt, ja, in dem Moment. Das Siege in München gegen die Basketballer des FC Bayern in einem Finale um den deutschen Pokal, gepaart mit einer derartigen Dramatik, natürlich höchst befriedigend sind, steht zweifelsfrei außer Frage. Ja, wir waren natürlich super motiviert, dass wir das Spiel, dass wir da reingekommen sind, weil wir wollten unbedingt mal im Audi Dome auch mal irgendwas gewinnen, und das haben wir jetzt geschafft. Und natürlich haben wir auch am Ende mit Leib und Seele gespielt. Wir haben wirklich echt alles dafür gegeben, um das Spiel zu gewinnen. Wir haben echt vieles gemacht, und ich denke, wir können echt auf uns stolz sein, dass wir das Spiel so über die Bühne geschafft haben, so ein knappes Spiel zu gewinnen. Tut natürlich weh für die andere Mannschaft, aber natürlich tut es uns umso mehr gut. Umso später der Abend, desto wichtiger die Gäste, und so ließ sich der Topscorer des Finals noch ein wenig Zeit, bis er auf der Siegerparty einkehrte. Zweifelsfrei stellt auch der variabel einsetzbare Albatros die Mannschaft in den Vordergrund. Es ist wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Wir haben in beiden Spielen eine überragende Leistung geboten, konnten jeweils ans Limit gehen. Die Partien gegen Frankfurt und München haben uns alles abverlangt, aber wir als Mannschaft haben Charakter gezeigt, haben in den entscheidenden Situationen auch durchaus schwierige Treffer gelandet und uns somit in einen Rausch gespielt, der am Ende den Sieg brachte. Den richtigen Ton auch abseits des Spielfeldes wollten dann auch die Alba-Coaches treffen beim kurzen Stell-Dich-Ein am DJ-Pult. Der Award für den Feiermeister des Abends schien unterdessen schon längst vergeben. Ja, das Partytier schlechthin, würde ich den Titel würde ich auf jeden Fall Will Cherry geben. Der ist doch immer sehr, sehr wild unterwegs, der Kollege von der West Coast. Und ich gehe davon aus, dass er auch heute Abend seinem Namen alle Ehre machen wird. Und so ließen es die frisch gebackenen Pokalsieger noch bis in die frühen Morgenstunden krachen, weil man die Dinge, wie Marco Baldi sagte, auch einfach mal laufen lassen muss.